Nehmen wir jetzt noch ein Let's Play auf, liebe Freunde. Damit wir auch was zu gucken haben, wie gesagt. Mit dem Ammo im Let's Play in Ghost Recon Breakpoint. Wir schleichen uns gerade an so einem Camp. An so einer Fabrik. Ah, die sind im Gebäude. Ja, ja. Und zwei sind hier vorne. Ich habe das mal alleine gespielt, dass man sich so richtig anschleicht, Stück für Stück, also richtig ernsthaft, ne? Okay. So hast du ihn. Leg sie um! Ausgezeichnet, das war durch den Karton durch, Ammo. Das geht, ja, das finde ich ja gut. Jetzt kommen sie alle gut. Drei, Vorsicht, verstecken. Macht sie platt! Konzentriert euch! Tötet alles, was sich bewegt! Safe. Ausgezeichnet. Safe, ja. Sehr gut. Ammo, lass uns mal ein bisschen beide nebeneinander kurz stellen hier. Ich brauche mal was immer. Du weißt. Warte. Ja, ich weiß. Guck hin. Warte, ich muss meinen auch immer dazu, dass er woanders hinguckt. Die Gucken drehen sich. Alles klar, dank dir. Ich konnte ihn auch nicht justieren eben. Gott, cool. Spannung. Cool. Irgendwo anders hin. Mach du halt. Alles gut. Ich bin hier einfach, weil wir machen hier Fun. Also du fährst aber Auto, ne? Und ich gehe ans Geschütz, wenn du magst. Oder wolltest du ans Geschütz? Nö, ich fahr. Gut. Warte mal, Geschütz. Nee, hat sich erledigt, der hat einen Platten. Ach, verdammt. Egal, fahr auch mit dem Plattenauto. Ja, du kannst ich hab keine Ahnung, wohin. Irgendwie in der nächste Großstadt. Ich habe alles erledigt hier soweit. Wir sind jetzt hier nur noch zum Sichern. Du musst immer aufräumen, ne? Also die kommen wieder, die Gegner, und da geht es halt nur darum, dass du wieder aufräumst, ne? Die wollen, dass die Gebiete wieder besetzen, ne? Also ein Fulltime-Job. Das ist korrekt. Jetzt wird spannend. Ach, ich habe ja noch... Ja, yeah. Da ist der abgesprungen, geil. Na, kam jetzt hier nicht hoch. Ja, der berüchtigte Zug, ich hab mich erstmal hier im Gebüsch versteckt und flieg erstmal mit der Drohne rüber. Warte, ich komm hoch. Oh Verbündete. Ja, da sind auf jeden Fall. Aber du hast auch Verbündete, ne? Oh ja, ich seh's gerade. Ein Gegner, der sich ein Brecher nennt. Na gut, wenn dem schlecht ist. Das könnte sein. Da sind Zivilisten. Zivilisten. Achso, hast du schon? Okay. Den einen habe ich schon. Ich glaube, ein Truck ist, müsste einer nach da oben ist einer. In den Bergen. Südosten da. Überm Truck. Den Scharfschützen habe ich ausgeschaltet. So, die anderen, da komme ich noch nicht ran. Gott, wie kommt man die Sicht ändern? Nee, kommt man noch irgendwie? Nee, es kommt man nicht. Mausrad zoom. So, alles ist erledigt. Die anderen sind weiß, haben noch nichts mitgekriegt. Die vorderen Reihen habe ich schon ausgedreht hier. Dann sind nur noch 2, 3, 6. Kann ich mir in aller Ruhe was zu trinken eingießen, genau. Ja, im Krieg, ne? Nuka-Cola. Na, ich muss langsam mal die angebrochenen Butteln hier aus dem Kühlschrank holen, weil sich die Kohlensäure da verflüchtigt.
Ach komm, der wurde von dem Ding getroffen und dann steht er wieder auf. Diese Scharfschützeneinsätze, die machen richtig Laune hier. Oder haben wir beide drauf jetzt? Du hast aber eher getroffen. Du hast ihn richtig sofort ausgeschaltet. Ich komme jetzt nicht mehr ran. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir rein. Ich glaube, der eine läuft gerade aufs Dach oder sowas. Ja, komm, lauf aufs Dach. Vorhin hat er einen Channel betreten. Komm rein. Hallo, Harry. Hallöchen. Na? Was Harry, herzlich willkommen. Ghost Recon. Oha. Ich will da mitkommen. Ach, die sind unten, deswegen konnte ich sie nicht erwischen. Geht doch das Mikrofon eventuell wieder aus. Was bei dir? Du? Ja, dann weiß ich Bescheid, Harry. Kann passieren. Das ist nicht so schlimm. Denn guck mal, schlimm. Wenn du vorher Bescheid sagst, dann mache ich mir keine Sorgen. Aber so denke ich, oh Gott, was ist da passiert? Internet weg oder was weiß ich, ne? Mhm. So, wir sind hier gerade so, wir machen hier ein bisschen Aufräumungsarbeiten hier so, ne? Wieder die Bösen aus den Lagern vertreiben. Ja, genau, zieht Leine. Ja. Ich gehe rein. Auf den anderen Account wechseln. Oh, zwei in der Tür, rechts oder in der Wand. Okay, warte mal. Genau, ich pack mir ein paar Bundeswehrstiefel in die Hosentasche. Ich hoffe, dass das up to date ist, das Ding. Ah, ich hab schon gehört, dass... Du hast schon aufgehört. Ich glaube, einer müsste noch sein, der müsste oben sein, in deiner Nähe, glaube ich. Ja. Hier ist jemand. Ah, ich habe alles vorbereitet. Ich weiß, wo der ist. Ich hole ihn mir. Den schenkst du mir. Ich muss bloß gucken, wie ich aufs Dach komme. Ah, hier ist ein Treppenhaus. Ja. Vermutlich abgehauen. Scheiß ruhig hier. Wo ist denn der jetzt, der Feichling? Ach, da. Könntest du doch messern. Das könnt ihr auch machen. Ich glaube, wir haben es, ne? Ja. Oh, da könnte ich noch hin. Da ist was. Ja, alles erledigt. Wir sind sauber. Ich habe 200 Tarnungspunkte gekriegt. Aha. Mit dem Gleitschirm kennt sich noch aus, ne? Ja, runterspringen und dann Leertaste drücken. Oder vorm Abspringen schon Leertaste, keine Ahnung. Was war das jetzt? Den wollte ich eigentlich auf die Gleise stellen, das weiß ich nicht, was das war. Das ist oh, da ist ein Tarnpunkt da hinten. Was für ein Bunker? Das ist ein Tarnpunkt, ein Tarnpunkt. Ach, das hast du. Hast du die auch schon alle? Tarnpunkt, den habe ich gerade eingenommen. Ja, ich frage mich, wofür das sein soll. Na, du kannst irgendwie die Taste unten drücken, Y, und dann sollst du getarnt sein. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Oder U. Ach, U drücken. U drücken. Ist nichts bei mir. Dann hast du die noch nicht alle Tarnpunkte, wenn du den gesammelt hast. Ich habe gerade erstmal 200 Punkte gekriegt oder sowas. Ja, die musst du erst noch. Na, ist doch gut. Guck, da sind sie alle abgetaucht. Ich habe eben nur in die Decke geschossen. Dann tauchen die da oben im Labor alle unter. Wow.
man hinten einsteigen können, das wäre doch cool. Ja, hat's nur an der Seite einsteigen. So, Ammo, ab geht er. Der hinten rausschießen noch. Da kommt der Zug. Na, das ist wie bei manchen anderen Spielen da nicht stoppbar. Nee, nee, aber der macht dich kirre, ne? Der Zug macht dich kalt. Oh. Harry, du kannst selber beitreten, ne? Das weißt du ja, ne? Guck da links den Verbündete. Das geht erst so. Das ist so ein kleines Kribbeln, ne, im Bauch, Ammo. Wieso? Ich glaube, bis der um die Insel gefahren ist. Ja, das stimmt. Ist doch alles rot hier in dem Bereich, ne? Also ist über uns. Ja, ja. Ich sag mal, das mit den Fahrzeugen, das gefällt mir hier. Ja, das sind Verbündete, musst du aufpassen. Oh ja, da, ach, das Ding, das kenne ich. Hast du es dir so vorgestellt? Ich bin einfach froh, was zu tun, um die Arrow One zu verrotten. Ach, das Ding da oben, na gut. Ja. Hubschrapp, schrapp. Achso, auch Verbündete mit Hubschrapp, schrapp. Ja. 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 Okay, eine Viertelstunde. Was sagst du, Harry? Viertelstunde. Für was? Ungefähr. Bin ich dann online wieder im Spiel. Ach, hast du's, musst du es runterladen oder wie? Updaten. Ach. Ich krieg noch 1,45 GB plus. Aber du hast ja so eine lahmalige Datenverbindung. Oh, das tut mir leid, Harry. Eben lahm. Das tut mir wirklich leid. Sind es nicht 60 GB. Also die sind... Bist du schon oben, Ammo? Nee, ich wollte hier mal einen aus der Entfernung killen. Oder irgendwie sagen die heute nö. Das schon mal abgeschlossen. Ja, das habe ich auch die ganze Zeit gemacht. So. Ja, genau, macht die Autos kaputt. Klar, er kann ja nicht über den Zaun springen. Nee. Doch jetzt. Ich komme nach. Da wollten Scharfschütze uns ans Leder. Sau! Den hast du weggedrückt, ja? Ja, ja. Aber das macht Laune hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Kämpf mich weiter vor. Ah, die Verbündeten machen mit, ne? So. Das ist richtig.
natürlich im Nacken das Ding explodiert, ne? Alles kaputt hier. Scheint alles sicher zu sein. Ja. Na Jungs. Ist der noch heile? Ja. Nein, warte mal. Kann ich hier wechseln? Nee. Muss dann einsteigen. Ich glaube, mit C konntest du einen Platz wechseln. Naja, habe ich versucht eben, das Ding nicht. Gut. So, Vorsicht, Verbündete. Ob man denen das Auto auch nehmen kann? Jetzt sehen wir uns erst, wo die fast tot sind. Ah, das sind die Wolves, ne? So macht man das. Oh ja, große Stadt, dann nehmen wir die. Ich dachte, er wälzt sich auch am Wasser, weißt du? Da hup, schrapp, schrapp. Da verbindet er. Ja, ich habe hier alles befreit. Ups. Oh, da ist ein Mörser. Jo. Mörser. Ja. Jetzt werden sie wach, das ist gut. Töten sie 3 Gegner innerhalb eines Einsatzes von Panzerbrecher. Oh, ja, gut. Das wird schwierig werden, Ammo. Das habe ich auch knuspern müssen. Ist frei, die sind noch weiter die Treppe runter, wahrscheinlich weiter vorne. Wir werden nichts finden. Mein Rücken bringt mich um. Dein Rücken bringt ihn um, Ammo. Ah, was zum. Komm, ein Gegner noch. Verdammt, du musst die ganzen Kram nochmal machen. Achso, komm, dein Rücken hat ihn umgebracht. Ja. Na gut, dann lass ich dich jetzt schießen. Und unsere Cryo-Hope, Kryonik und Kryotechnik. Die Patienten mit unheilbaren. Ich weiß ja nicht, wo noch einer ist. Ah, da kommt einer.
Stimmt doch gar nicht. Ich habe hier auch noch einen. Ich habe markiert, Ammo, ne? Ich muss jetzt, glaube ich, wieder warten, bis meine Spezialfähigkeit aufgeladen ist. Okay. Ach da, okay. Panzer. Ich bin mit der Drohne direkt hier auf dem Tisch. Das kriegt die gar nicht mit. Die trinken ihr Kaffee. Ja, wenn du nah genug dran bist, glaube ich, dann merken die das auch. Ja, nee, die Zivilisten interessiert das hier nicht. Sind hier noch irgendwo welche? Weil ich muss Energie laden. Ist egal, machen wir einfach erstmal. Aha, alles klar. Jo. Aber ich erledige erstmal A, damit die Leiste voll wird. Und damit das Dorf sicher ist. Oder so, ah gut, das ist kein Dorf, das ist eher eine Stadt, glaube ich. Das gefällt mir nicht. Ich guck mal eben nach, was das war. So, Ammo, ich hab für dich markiert, ne? Ja. Da hinten sind zwei, da hinten ist einer. Gut. 1, 2, 3. Wie lange hält diese Fähigkeit an? Das verstehe ich nicht. Wohl, ist ja wurscht. Ich gehe weiter nach Ost-Süd. Da ist ein Hubschrauber in der Nähe. Okay. Na klar, muss man natürlich hier schwimmen, statt außen rum zu laufen, ne? Natürlich ist ein... Ja, gibt's nichts zum Hochklettern. Schön an der Seite lang. Okay, du gehst hinten hoch. Was ist denn das immer für ein Geräusch immer? Da irgendwie Leuchtkörper auf jeden Fall. Schon denkt. Na jedenfalls, Harry, ich habe ja heute meinen kleinen Mini-Gaming-PC getestet mit Tastatur und Maus, ne? Es ist der Hammer, Harry. Geld, ne? Klar. Also, wirklich spitze. Wo soll es gehen? Na, sag mal, kann ich ja nicht mal eine Leiter hochklettern?
Die markierten Ziele siehst du, ne? Ja, aber ich muss erstmal einen Weg hier finden, wieder aus dem Wasser zu kommen, weil da sind zwar Leitern überall, aber die sagen, nö, du darfst keine Leiter. Ah. Man macht sich's auch schwer, ne? Ich habe einen gehabt, eben den konnte ich im Tarnmodus bewältigen mit dem Messer. Da siehst du dann nur das Messer. Ah, okay, die Ziele sind in Sicht! Langsam wird es hier brenzlig, Ammo. Die tauchen mal wieder neu auf. Also mit brenzlig meine ich, ich kann jetzt nicht mehr lange anhalten, dir die Gegner. Ach du, du hast da drüben aber noch genug Gegner, ne? Oh, abgeschlossen, ja. Das wollte ich hören. Dann können wir jetzt drauf losbraten. Ja. Ich mache lieber doch einen auf Stealthy, macht mehr Spaß. Ja. Schade, dass es nicht wirklich hier in dem Spiel so Schulterkameras gibt, dass du, wenn, dass ich dich, oder so Helme, dass ich dich sehe, was du machst und damit, und dass du siehst, was ich mache. Das ist richtig. Das stimmt. Ich muss nachsehen. Ja, komm, ich hab doch alles freigeschaltet. So. Oh, ich bin ein Geist. Ich habe eben auch schön auf Stealthy gemacht. Oh, Alter, ist das tat weh, Alter. Ich renne gerade auf so einen Gegner zu. Was mache ich natürlich? Ich hau ihm das Messer voll ins Bein. Also wirklich in die Schlagader, wenn man so will. Geh rein, sicheres Gebäude, zumindest meins. Auf jeden Fall ist bei mir ein Scharfschütze, pass auf. Ich bin gerade auf dem Weg zu ihm. Ausgeschaltet. Natürlich. Mit der Pistole ausgeschaltet. Ja. Nicht schlecht, Herr Specht. Du willst keinen Ärger, warum denn? Zum Extrakt, wie nennt sich das? Extraktionspunkt? Vielleicht in der Nähe ist ein Hubschrauber. Ja, genau. Alles gut. Nein. Wir tun hier nichts. Ja,
Robby, sei gegrüßt, Hallöchen. Ja, nee, was, Robby, was Neues ist es ja nicht. Es ist ja eigentlich, Ghost Recon haben wir ja schon vor ein paar Wochen, Monaten gespielt und haben jetzt nochmal wieder aufgegriffen, weil es Spaß macht halt, ne? Ja. Robby, also nee, das ist nichts Neues. Also Ghost Recon habe ich ja schon zahlreiche Videos gerade mit Harry und Ammo gemacht und Lexi da drin und Generation Zero, dann war der Hamster noch dabei. Also das wechseln wir ab und zu mal ab, um mal so ein bisschen den Abstand zu den anderen Spielen zu kriegen, weil die halt wirklich am meisten Spaß machen. Ne? Wir wollen ein bisschen Fun raufbringen. Harry, ich trinke jetzt auf dich. Aber Cola, Harry. Was? 60 Gegner töten, 10 gegnerische Drohnen, 3 Gegner in 3 Sekunden und 15 Gegner ohne Schaden zu nehmen. Ja, klar. Leuchtkörper, auf jeden Fall, das habe ich mal beobachtet. Okay. Robby, komm ruhig runter in den Livestream-Raum, wenn du magst. Hey, das sind... Das